weil sie im Hinterkopf hatte, dass es wieder nicht reichen könnte. Schon im Vorlauf draufgepackt. 8:04 ihre Saisonbestleistung. Also trotz dieses nicht ganz so tollen Finales ein guter Wettkampf für Pamela Dulkiewicz. Aber jetzt sind wir im 60-Meter-Finale bei den Männern. Der Portugiese Diogo Antunes ist mit dabei. Er ist zurück nach Achillessehnenriss und muss erst das Vertrauen finden. Persönliche Bestleistung momentan sehr weit entfernt. 6,47, 6,75 hier im Vorlauf. Also schon auf dem richtigen Weg. James Dasaolu. Und dann haben wir den coolen Typen vom ASV Köln, den Mann, der vergangenes Jahr die deutschen Sprinter irgendwie schockierte, weil er eigentlich vom längeren Sprint kam. Vom ASV Köln, Joshua Hartmann. So, er war in dem Vorlauf der Schnellste. Emre Safarbans auch schon mal im Finale bei Hallenweltmeisterschaften für die Türkei am Start, gebürtiger Jamaikaner und inzwischen regelmäßiger Gast auf deutschen Meetings. Und er hat den ersten Vorlauf gewonnen von der LG Augsburg. Frisches, neues Gesicht im deutschen Sprint. Alexander Askovic, der genießt diese Atmosphäre, diese 12.500 Zuschauer hier in der Arena am Ostbahnhof. Der pusht sich, der genießt das, der will das ausnutzen. Er hadert noch ein bisschen. Saisonbestleistung 6,71 war so hoffnungsvoll. Der deutsche Meister bei 100 Meter. Der erfahrene, ehemals der schnellste Hobbyläufer Deutschlands. Aber eigentlich ist er inzwischen relativ professionell unterwegs. Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar. Ganz außen, ganz links auf Bahn 6. Joshua Hartmann, Bahn 3. Er hier, Bahn 5, Alexander Askovic. Das wahrscheinlich die beiden hoffnungsvollsten Deutschen. Und was macht Michael Pohl ganz außen? Und was macht in Blau-Grün der gebürtige Jamaikaner Emre Safarbans? Mucksmäuschen still in der Halle. Und das klappt und super raus. Emre Safarbans, aber auch Alexander Askovic gut dabei. Aber Barnes macht das Rennen. Wird hier seiner Favoritenrolle durchaus gerecht. Da haben wir ihn, Kamera hat ihn gefunden. Kleiner Rentner da im Zielbereich. Nochmal passieren. 6,60 Sekunden Saisonbestleistung für den Mann, der für die Türkei startet. Hier ist Alexander Askovic von der LG Augsburg links noch gut mit dabei gewesen bei so 30, 40 Metern. Hinten raus reicht es dann nicht ganz. Aber Askovic wird Zweiter, 6,68. Und Michael Pohl, ja, das wird auch langsam. Ebenfalls 6,68 auf Rang 3. Diogo Antunes, Vierter, 6,69. Und das hätte er sich vor einiger Zeit wahrscheinlich auch noch nicht ausgemalt, dass er hier vor 12.500 Zuschauern auf Rang 2 läuft, vor Michael Pohl, der sich auch auf 6,68 Sekunden hier steigert. Saisonbestleistung.